Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe diesmal mit Knetbeton gebastelt und mir so kleine Dekovasen gemacht. Ich zeige euch mal das ein bisschen aus der Nähe. Das ist diese Herzvase aus dem Video, die ich gebastelt habe. Hier hinten habe ich jetzt noch eine viereckige, hier diese halbrunde. Ich habe leider im Garten noch nicht ganz so viele eigene Blumen, deswegen habe ich da auch noch mal eine künstliche Blume mit reingesteckt. Hier vorne habe ich da so eine Mini-Vase gemacht und die habe ich einfach auf so einem Tablett draufgestellt für die Deko. So, nun möchte ich auch gar nicht lange schnacken, sondern euch zeigen, wie ich mir meine Vasen aus Knetbeton gebastelt habe. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Meine Vasen mit Knetbeton habe ich mir schon so ein paar Sachen zusammengelegt, die ich brauche. Ich habe hier einmal so eine Bordüre aus Filz. Ihr könnt natürlich auch so eine alte Häkeldecke nehmen zum Muster nachher. Ich benutze diesmal einen Ausstecher. Ihr könnt euch aber auch so kleine Formen aus Pappe zurechtschneiden und das Ganze nachher mit dem Messer ausschneiden. Dann habe ich hier einmal so eine alte Nagelfeile. Ihr könnt auch Schmirgelpapier nehmen. Und natürlich so kleine Orchideenröhrchen oder Wasserröhrchen, die gibt es in verschiedenen Größen, entweder in Plastik oder in Glas. Dann habe ich hier noch hier so ein Alleskleber, das ist so eine Art Montagekleber. Da gibt es verschiedene Sorten, dieser ist jetzt durchsichtig. Ihr könnt natürlich auch den weißen nehmen. Dann habe ich hier schon meine Handschuhe liegen und dann habe ich auch meinen Knetbeton schon mal hier stehen. Als erstes mache ich mir meinen Knetbeton fertig. Dann nimmt jeder die Mischung, wo er am liebsten mitarbeitet. Ich mische mir meinen Knetbeton selber und zwar aus einem Teil ganz feinen Sand, ein Teil Zement und zwei Teile Fliesenkleber. Und umso feiner der Sand ist, desto feiner wird natürlich auch denn hier der Knetbeton, die Masse. Und natürlich Wasser. Und was bei jedem Knetbeton gleich ist, das Wasser kommt immer nur so ein ganz bisschen dazu. Dann rühre ich das um und dann kommt immer nur etwas Wasser dazu, bis ich die richtige Konsistenz von meinem Knetbeton habe. Bei mir sieht das dann so aus wie beim Kuchenbacken, die Streusel. Die sind noch nicht ganz so klitschig, aber ein bisschen fester noch. Aber so, dass man das, ich glaube, man kann das sehen, das kann man schon ganz gut kneten. Und jetzt knete ich die ganze Masse mit den Händen einmal so richtig durch. Ich habe mir meinen Knetbeton jetzt hier schon auf meine Unterlage drauf gemacht. Ich benutze mal gerne so alte Tischdecken, die kann man mehrmals benutzen, als wenn man einfach so Plastiktüten da unternimmt und drückt mir das mal schon ein bisschen platt. Und da ich Schwierigkeiten habe, dass es immer schön gleichmäßig dick wird, habe ich mir hier so zwei Leisten hingelegt und so einen alten Besenstiel zum Rollen. Und dann lege ich hier jetzt nochmal von der Tischdecke das Teil hier drauf und dann kann ich das, mein Knetbeton, richtig schön gleichmäßig ausrollen. Dann habe ich das, ziehe ich das hier runter und dann ist das alles richtig schön gleichmäßig dick. Dann nehme ich mir meine Bordüre hier. Lege die hier einmal so drauf. Ich kann es auch so drauf legen. Nehme wieder meine Folie bzw. meine alte Tischdecke und gehe dann nochmal so rüber. Und dann drückt sich das Muster schön ein. Dann kann ich das hier so langsam abziehen. Dann habe ich jetzt hier mein Muster und dann kann ich mit meinem Ausstecher da drauf gehen. Drücke das da so drauf. Und kann das dann jetzt hier um zu abmachen. Dann kann ich das hier so abziehen. Dann kann ich das schon mal weglegen zum Trocknen. Und jetzt mache ich noch den zweiten dazu. Ich habe meine Herzen jetzt 2 Tage trocknen lassen. Und dann sehen sie jetzt so aus. Ich glaube, man kann das so ein bisschen auch sehen. Das Muster kann man auch gut erkennen. Und jetzt nehme ich mir meine Feile oder eben das Schmirgelpapier und mache hier meine Kanten noch ein bisschen gerade. Wer möchte, kann das Ganze natürlich auch farblich gestalten. Ich habe hier meine beiden Herzen jetzt schon angemalt. Und jetzt kann ich das Röhrchen dazwischen kleben. Dazu lege ich mir das ganz einfach einmal hier so hin. Habe mein Röhrchen hier schon. Und dann nehme ich mir meinen Kleber und drücke da dann schon mal was drauf. Der hat jetzt so eine kleine Tülle nur. Und dann klebe ich das schon mal hier so hin. Und dann kommt die nächste Ladung Kleber hier auf das Röhrchen drauf. Und dann nehme ich das so und
stelle das jetzt so dagegen, drücke das so ein bisschen zusammen und dann kann das jetzt so stehen bleiben zum Trocknen. Das sind jetzt meine fertigen Vasen, die ich aus Knetbeton gebastelt habe. Das ist jetzt noch das Herz aus dem Video. Das ist jetzt auch schon schön trocken, auch von beiden Seiten. Das Muster kann man richtig schön gut erkennen. Dann habe ich hier noch so eine Mini-Vase gemacht mit so ganz kleinen Orchideenröhrchen. Die ist auch richtig süß geworden, finde ich. Und auch diese Halbrunde hier, wo ich so ein ganz dickes Röhrchen reingeklebt habe. Und dann auch noch so eine viereckige. Ihr seht, ihr könnt ganz verschiedene Formen nehmen. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Anregung geben, was man mit Knetbeton noch so alles basteln kann. Ich hoffe, ihr bastelt fleißig nach. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Video. Eure Zementwolke.